Danke. Ist gut? Schön, Mann. Ich habe einen Text geschrieben, der heißt, ich habe das Aufschieben auf Herz und Nieren und Prokrastination geprüft. Den mache ich aber erst beim nächsten Mal. Dieser hier heißt, war ja klar. Ständig höre ich, das Leben ist so hart, das Leben meint es nicht gut mit mir. Ich kann so nicht leben, so macht das Leben keinen Spaß. Leben, 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 immer nur Leben, mein Gott, es muss doch noch was anderes geben. Leben ist doch im Grunde nur diese lustige Sache, die einem auf dem Weg zum Grab passiert. Da gibt es rein gar nichts zu lamentieren. Natürlich kann im Leben auch mal was schief gehen, aber dadurch hat man was gelernt und ist nachher klüger. Manchmal ist man nachher aber auch einfach nur ärmer oder überfressen. Oder betrunken. Oder schwanger. Dabei war es einem doch im Grunde eigentlich schon vorher klar, oder? Wirklich. Wenn man es mal genau betrachtet, ist eigentlich alles im Leben klar, von vornherein. Denn alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und manchmal ist einfach der Grund nur, dass man zu blöd ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei haben komplexe Probleme meist eine einfache, leicht zu verstehende, falsche Antwort. Wozu sich also aufregen? Lieber einfach drüber lachen, denn Lachen ist die beste Medizin, es sei denn, du lachst dauernd und ohne Grund, dann brauchst du Medizin oder Placebos, so wie ich. Ich bin inzwischen sogar regelrecht Placebo-süchtig. Ich weiß, ich sollte aufhören, sie zu nehmen, aber es wird vermutlich keinen Unterschied machen. Aber bevor ich abschweife, nenne ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele für Sachverhalte, die mir eigentlich auch ohne visionäre Gaben von vornherein hätten klar sein müssen. Ich habe nämlich noch nie eine Medikamentenschachtel sofort auf der richtigen Seite geöffnet. War ja klar. Ich war nacheinander beruflich in Darmstadt, Pforzheim und Braunschweig und fing mir eine Magen- und Darmgrippe. War ja klar. Außerdem habe ich früher so schlecht getanzt. Ja, der braucht ein bisschen. Außerdem habe ich früher so schlecht getanzt, dass alle Klassenkameraden in der Waldorfschule dachten, mein Name sei Renate. War ja klar. Ich hasse ferner diesen ganzen Esoterik, Astrologie und Sternzeichen. Quatsch, da bin ich eher skeptisch, was ja typisch ist für Fische, aber ja klar. Mein Computer stützt übrigens nur ab, wenn der Text lange nicht gespeichert wurde. Ja klar. Ich werde älter und erlebe, wie aus Sex und Drugs und Rock'n'Roll langsam Laktoseintoleranz, Veganismus und Helene Fischer werden. War ja klar. Ich traf mal einen Mann, der für eine Sitcom im Fernsehen arbeitete. Der hatte gut lachen. War ja klar. Und ich bin mittlerweile so dermaßen politisch korrekt, dass meine Tochter mich letztens fragte, ob es früher wirklich mal Neger und Drachen gab. War ja klar. Mein Lieblingschinese hatte neulich bayerische Wochen. Man glaubt gar nicht, wie oft mir da die Haxe vom Stäbchen gefallen ist. War ja klar. Mich nervt das Bemühen um geschlechtergerechte Sprache. Da wird einfach zu viel gegendert. Womöglich heißt das demnächst auch untenrum Gasse, weil Sackgasse einfach nicht geschlechtsvergleichbar ist. War ja klar. Nur weil meine Lieblingsprimzahl die 4 ist, kommen gleich wieder die Besserwisser und Klugscheißer und sagen, das ist gar keine Primzahl, war ja klar. Ich bin in dieser Welt so oft hilf- und ratlos, dass ich mitunter die Buslinie 22 verpasse, dann aus Verzweiflung die 11 nehme und einfach Doppelzahle, war ja klar. Meine Tochter will nun plötzlich doch noch ein Tattoo, aber keine Rose, kein Tribal und keinen japanischen Drachen, nee, nur ihre 22-stellige IBAN-Nummer, war ja klar. Dann bewarb ich mich meiner Castingshow, weil ich den dreistimmigen Gesang beherrsche. Laut, schief und falsch und wurde genommen. War ja klar. Schließlich wollte ich meinen Bart renovieren lassen und fragte den Handwerker, ob er das auch schwarz macht. Logisch hat er gesagt. War meiner Frau dann aber zu dunkel. War ja klar. Na? Alles verstanden bis hierher? Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich gebe euch mal einen kurzen Moment, damit ihr euch das vorstellt. Ich sehe schon, ne? Okay. Dann allgemeiner. Viele Proktologen sind wirklich gute Kasperl-Theaterspieler, war ja klar. Der Verkehrshinweis warnt vor Nebel auf der Autobahn mit Sichtweiten unter 50 Meter und das in beide Richtungen, war ja klar. Jetzt, wo das Rauchen in den Kneipen verboten ist, riecht es da ganz plötzlich doll nach Alkohol und es werden bereits Stimmen laut, die fragen, ob man nicht irgendwo hinten ein Trinkerzimmer einrichten kann, war ja klar. Politiker können sich in jeder Situation dumm stellen. Das Gegenteil ist schon schwieriger, war ja klar. Die NSA sagt, dass Facebook und Amazon mit 29% der gesammelten Daten von 87% ihrer Kunden zu 70% nichts anfangen können, war ja klar.
Feminismus hört auf, wenn der Richtige kommt. Kommunismus bei 10.000 Euro netto im Monat und Atheismus, wenn das Flugzeug anfängt zu vibrieren. War ja klar. Im kommenden Jahr soll Berlin komplett abgerissen und irgendwo in der Nähe eines funktionierenden Flughafens wieder aufgebaut werden. Weil wenn aus dem Auspuff von Autos so wenig herausgäbe wie aus politischen Debatten, brauchten wir keinen Klimaschutz. War ja klar. Du hast langsam sowieso das Gefühl, dass sämtliche Politiker für Wählerstimmen öfter ihre Meinung ändern als Google sein Logo. War ja klar. Laut Umfrage fehlen in Deutschland nicht Erzieher und Pflegepersonal, sondern 1-Euro-Shops, die Benzin verkaufen. War ja klar. Du steigst in Dresden in der Rushhour in einen überfüllten Bettlerzug mit Pegida-Aktivisten, hebst deinen Rucksack in die Höhe und rufst Hallo Akbar! Und schon hast du das ganze Abteil für dich allein. War ja klar. Niemand sucht sich Herkunft, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung aus. Aber jeder kann wählen, ob er ein Arschloch ist oder nicht. War ja klar. Schon mal in anderen Ethnien von Burnout oder Depression gehört? Also zum Beispiel von einem Eingeborenen in der Kalahari-Wüste, der sagt, boah, du Schatz, mir ist heute gar nicht nach Jagen zumute. Würde mich irgendwie total runterziehen. Nee, war ja klar. In unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die sind inzwischen bereits so lange glücklich, dass sie schon Gefahr laufen, allein dadurch depressiv zu werden. War ja klar. Und obwohl das alles ja klar ist, war ich zur Sicherheit sogar noch bei einem Therapeuten. Er hörte mir zu mit einem tränenden und einem weinenden Auge, war ja klar. Dann sagte er, das Leben sei keine optische Täuschung, es sähe nur wie eine aus, war ja klar. Und ich sollte jeden Tag leben, als wäre es der Letzte. Irgendwann wird stimmen, war ja klar. Ja? Die Zukunft ist halt eine linke Bazille, denn man weiß nie, womit sie als Nächstes um die Ecke kommt, ist schon klar. Aber was soll man machen? Das Leben ist nun mal keine Party, auf der der Gastgeber unsere Probleme löst. Aber da wir nun mal alle eingeladen sind, sollten wir die Gelegenheit nutzen und wenigstens tanzen. Vielleicht ein paar Bier nehmen und auf jeden Fall feiern. Spaß haben und gemeinsam lachen. Und ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Aber es war ja eigentlich von vornherein klar, oder? Dankeschön.